Willkommen zurück zu Fallout 4. Wir stehen jetzt wieder hier, wo wir eigentlich das letzte Mal aufgehört haben. Es hat sich aber einiges verändert, was ich jetzt offscreen gemacht habe. Dazu komme ich jetzt gleich. Bevor... Also das, was ich gemacht habe, ist überwiegend auch in Sanctuary, genau. Jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Und da gehen wir jetzt zuerst hin. Nachdem ich diesem kleinen Mädchen hier ein kleines Geschenk mache. Weil sie tut mir ein bisschen leid hier draußen und da habe ich mir gedacht, ich bringe ihr was mit. Was ich nämlich gefunden habe. Hier. Jungles der Mondaffe. Ich hoffe, sie freut sich. Den bekommt sie nämlich jetzt. So, schau mal. Dann habe ich meine eigene Farm und lass andere die ganze Arbeit machen. Ja, ja, ja. Hier hast du einen kleinen Freund. Oh, nein, ja. So. Nee, magst du nicht haben. Ja, darum hast du jetzt den hier bekommen. Ja, sie muss sich noch dran gewöhnen, dass sie jetzt einen neuen Freund hat. Ist irgendwie verständlich. Hey. Hallo? Warum lasse ich den immer wieder los? Hm? Hey. Nein, nicht Hundi. So, mach mal so. Du bist... Ja, für dich habe ich jetzt nichts dabei. Beim nächsten Mal, ja? Aber das scheint eure Spielecke zu sein. Von daher... lege ich den mal hier dazu. Ja, aber nicht da. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Eigentlich schon. Ja, doch, ich habe euch geholfen. So, also, jetzt gehen wir mal hier nach Sanctuary, ja. Wir haben 12 Siedler. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ein paar Siedlungen umgekrempelt, ja. Handelsrouten, 2 Stück oder so bisher erstellt, ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber habe da halt ein bisschen aufgepäppelt, dass da genug Nahrung ist, Wasser ist, Verteidigung. Habe jetzt nicht alle durchgemacht, aber die meisten. In Sanctuary habe ich noch mehr Wasser gebaut. Wasserpumpen. Wie man hier sehen kann. Ich produziere jetzt 326 Wasser. Als nächstes kommt Ella. Es ist schon ordentlich, wirklich ordentlich. Ich habe... nein, nicht einlagern. Läden gebaut. Und auch alle schon direkt zugewiesen. Und habe auch schon mächtig getauscht, habe dadurch eine Menge Kronkorken, darum konnte ich jetzt auch schon so viele Läden hier bauen. Und habe auch meinen Munitionsvorrat dadurch aufstocken können. Ja, ich habe jetzt hier übrigens auch eine neue Waffe. Die macht wesentlich mehr Schaden als die alte. Hier haben wir wieder genug Muni. Da habe ich auch eine neue Waffe. Die macht auch viel mehr Schaden. Hier haben wir ein bisschen Muni. Ja, und da haben wir jetzt noch eine Nahkampfwaffe. Die macht auch ein bisschen Schaden. So. Das packen wir mal weg. Ja. Die hat sich ausgezogen. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Oh je. Ohne Scheiß, jetzt, die hat sich ausgezogen. Warum? Hey. Suchst du nach einer Waffe? Die hat vorhin noch was anderes getragen. Na klar doch. Die trägt sie? Die Käfigrüstung. Genau, das hat sie vorhin getragen. Und jetzt nur noch Unterhemd und Jeans. Na gut, steht ihr besser. Soll sie, warum nicht? So, also man kann mit denen handeln. Ich weiß nicht, ob das angeboten...
Angebot jetzt wieder aufgestockt wurde. Schauen wir mal kurz rein. Nein, die haben jetzt 0 Kronkorken. Aus dem Grund, dass ich, weil ich denen alles abgenommen habe im Prinzip. Ich habe, sieht man hier, 201 Wasser hat sie. Habe ich ordentlich Wasser vertickt und das habe ich eigentlich an jedem Stand so gemacht. Darum bin ich jetzt auch bei 2107 Kronkorken. Die verkaufen auch alle Munition. Darum habe ich meinen Munitionsvorrat aufstocken können. Vor allem ja, bei ihr sogar. Genau, das ist ja hier der Waffenverkaufsstand. Hier habe ich auch direkt mein Wasser innen gelagert. Da haben wir jetzt 758 Wasser drin. Und wir bekommen einen Haufen Wasser dazu. Durch die ganzen Brunnen, die wir gebaut haben. Schauen wir mal rein. Leuchtfackeln wurden wieder generiert. Die könnten wir eigentlich auch mal einsetzen. Gut, da haben wir jetzt nichts Neues bekommen. Ist schon noch nicht so lange her, wo ich das wohl geholt habe. So, wie man sieht, hier stehen 2 weitere Generatoren. Und viel mehr Pumpen. Ja, das geht bis hier rüber sogar. Also da passt noch ordentlich hin. Ich brauche nur mehr Verkaufsstände, dann, damit ich das ganze Zeug verticken kann auch. So, was auch neu ist, ich habe ein bisschen neue Rüstung. Ja, ist jetzt nicht so weltbewegend, aber es war halt besser. Genau, in unserem ehemaligen Haus, da gehen wir jetzt auch kurz rein. Ja, da haben wir jetzt auch so einen Brahmin stehen, mit dem Futtertrog davor natürlich. Direkt, wenn man reingeht, habe ich so einen Wackelpuppenständer. Bisher haben wir irgendwie nur eine Wackelpuppe gefunden. Ein bisschen armselig, aber na gut. Und hier habe ich gerade meine Zeitschriften eingelagert, die ich bisher gefunden habe. Sind eigentlich auch noch ein bisschen wenig, also müssen wir mal ein bisschen mehr suchen. So. Was kann ich noch kurz sagen? Wir haben eine Quest bei County Crossing bekommen. Glaube ich zumindest, dass die jetzt neu dazu kam. Und bei der Reston Wasseraufbereitungsanlage, da müssen wir auch nochmal vorbeischauen, weil da haben wir ja das Wasser abgelassen und das Wasser ist auch draußen logischerweise abgelassen und dadurch lässt sich da noch einiges holen. Und da müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Das machen wir aber jetzt nicht jetzt, sondern ein andermal. Ich denke, wir gehen zuerst mal zu County Crossing. Das war das, wo wir gerade eben waren. Ach so, und das machen wir jetzt auch noch schnell. Sprich mit Reston Garvey. Weil wir die eine Mission da gemacht haben, die wir jetzt abgeben können. Sind wir bereit, die Burg zurückzuerobern? Ja genau, die Burg müssen wir auch noch machen, aber nicht jetzt. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. So, wäre das auch erledigt. Er lässt mich es natürlich wissen, wenn eine neue Siedlung Hilfe benötigt, weil es reicht ja schon, an ihm vorbeizulaufen und ihm fällt dann spontan ein, dass da eine Siedlung ist, die Hilfe braucht. So. County Crossing. Da sieht man Starlight Drive-In. 8 Siedler haben wir dort. Ja. County Crossing ist hier hinten. Da machen wir jetzt einfach mal schnell eine Reise, weil es ist dann schon ein weiter Weg. So Zwischenstationen laufen wir dann, aber sowas jetzt ja, bereisen wir mal. Ich weiß jetzt gerade aber gar nicht, was ich dort machen sollte. Am Ende werde ich jetzt niedergemetzelt. Ne, noch nicht. Werkstatt durchsuchen. Ich bin nicht verbündet. Und das
packen wir auch mal alles wieder weg. Und dann reden wir mal. Ja, jetzt muss er schlafen. Das kannst du mal voll knicken. Hallo. Aufstehen. Ja. Hat er gerade die Augen verdreht? Kann es sein? Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Was ist los? Ja, ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt eine Raidergruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Ich mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. An mich ist schon in Ordnung. Ich helfe nahezu jedem, der meine Hilfe braucht. Ja, mit gewissen Ausnahmen. Aber ansonsten helfe ich eigentlich immer und bin immer hilfsbereit. So. Diese Raider müssen wir also killen. Das heißt, wir gehen in diese Richtung. Ich hätte gern so eine kleine Minimap oder so am Rand, aber... Gibt vielleicht eine Mod dafür, aber... Mods habe ich bisher noch keine installiert. Und weiß nicht, ob ich das auch tun werde. So, was haben wir hier? Okay. Cool. Nun ja, der Ärmste. Glas, Whisky, Tabentine. Tja, sonst ist da ja nicht besonders viel. So, wir müssen jetzt da genau an der Satellitenstation. Ach, bin ich falsch. Das war Anything Goes von. Nee, da gehen wir nicht übers Wasser. Durchs Wasser. Ihr hört Diamond City Radio. Falls ihr überhaupt zuhört, meine ich. Oh. Jetzt kommt Elton Brett mit einem Lied, das, nun, das hört sich ehrlich gesagt sehr unverantwortlich an, aus mehreren Gründen. Hier kommt Uranium Fever. Okay, Fever. Der tut uns nichts. Weitergehen, Bürger. Ich schütze und diene. So, hier nehmen wir natürlich noch alles mit. Fusionszellen 9, okay. Nein. Warum liegt die sich neben das Bett? So, weil ich da diese Zellen gerade gesehen habe, ich habe auch einen Fusionskern gekauft. Haben sie auch ab und zu mal im Sortiment, die Händler. Und das ist natürlich sehr nice, weil so kommen wir an, ja, im Prinzip unbegrenzt Fusionszellen für die Power-Rüstung. Und an Geld wird es bald wohl nicht mehr mangeln. Rennst du denn weg? Oh, jetzt habe ich Hunde getroffen. Gut, die Feuerrate bei dem Ding ist jetzt nicht so besonders, merke ich gerade. Ne?
alles mitnehmen. Den kann ich nicht runterheben. Nochmal leuchtende Pilze. Also. Ist halt jetzt wieder so eine Sache, hier durchzulaufen, ne? Ach, in jeder Aufnahme. Ständig. Wow, wow, wow. Voll daneben gesammelt. Wer nennt mich hier Arschloch? Oh, wow, oh, oh, einer mit Powerrüstung. Oh. Wo ist er denn hin? Wow, wow, wow. Leute. Runter, runter. Ah, da hinten schießt einer auf mich, ey. Ah, daneben. Oh, lass mich weg. Scheiße. Lasst mich doch. Achso, ich. Stimpack. Ey, was werfen die mit Granaten hier? Das ist doch. Ach komm. Was hat denn der alles dabei? Sachte mal. Scheiße. Hilfsmittel, aufbereitetes Wasser auf die neuen. Ah, komm. Nein, das ist scheiße. Das war natürlich ziemlich schlecht überlegt. Was ist denn hier los, ey? Ja. Versuchen wir mit dem Wetz. Na. Ich treib sie aus der Deckung. Oh, hier muss ich auf jeden Fall rein. Granate. Ey,
Wer wirft die denn? Was das? Puh. Hier ist ja dann mächtig was los. So, wir sind jetzt auch direkt überladen. War da was zum Ablegen hier oben? Natürlich nicht. Blaue Kiste. Da liegt noch eine Waffe rum. Zu wem gehörte die? Red X. So, Waffen. Impro-Pistole. Ja, die Leuchtpistole hätten wir jetzt auch mal ausprobieren können. Rohrzange. Kampfgewehr. Impro-Pistole. So, der Filzhut. Das war Ned King Cole. Er ist einfach der Beste, nicht wahr? Und nun, eine Nachricht oder mehrere von unseren Sponsoren. Schaut doch mal auf einen Drink im Duckout Inn vorbei. Die Geschichten hier sind kostenlos. Nur für den Schnaps müsst ihr bezahlen. Fragt nach Vadim Bobrov. Als nächstes Crawl Out Through the Fallout. Das ist der Name des Liedes. Keine Empfehlung meinerseits. Aber wiegt halt 16 Kilo das Ding, ne? Ah ja, gut. 16 Kilo statt das da mit 11,6. Naja. Dann wieder ein Teil mit Taschen, wo jetzt weg ist. Aber was willst du machen? Was willst du machen? So. Da liegt noch einer rum. Da müssen wir auch noch mal runter bei Gelegenheit. Rückgabemaschine. Interessant. Willkommen bei der Belohnungsmaschine für Buchrückge. Hier können Sie überfällige Bücher zurückgeben. Ah. Haben wir doch schon mal gesammelt, oder nicht? Hier können Sie überfällige Bücher zurückgeben, sowie eine Reihe lustiger Artikel für Ihre gesammelten Buchrückgabemarken erhalten. Treffen Sie nachfolgend Ihre Auswahl. Überfällige Bücher? Für jedes zurückgegebene Buch werden Ihnen 5 Buchrückgabemarken gutgeschrieben. Die Marken können Sie verwenden, um Preise aus dieser Maschine zu erhalten. Möchten Sie Ihre gesamten überfälligen Bücher zurückgeben? Ja. Okay, 5 habe ich bekommen. Marken ausgeben. Hier können Sie Preise für Ihre Buchrückgabemarken erhalten. Sie haben zurzeit 22 Marken. Splittergranaten 15 Marken. Kampfmesser 20 Marken. Psycho 10 Marken. 10 mm. Eine Pistole anscheinend. Ein Fusionskern für 50 Marken.
Stimpack für 10 Marken. Interessant. Also das Teil müssen wir uns auf jeden Fall merken. Und mehr Bücher sammeln. Viel mehr Bücher sammeln. Ich sage immer alles mitnehmen. Man kann hier echt alles gebrauchen. So, da haben wir einen Raider. Das war der Granatwerfer. Einen hat er noch gehabt. Buchegabenmarke. Und die... Nicht schon wieder. Fünf Schachtel Zigaretten. Sauberes Rosenmusterkleid. Da geht's runter. Das ist doch mal ein Ausblick, oder? Wie im Urlaub. Darf ich nicht öffnen. So. Wäre das hier auch durch? Ja. Zigaretten drin. Billarddreieck. Was sucht das hier unten? Da gehe ich jetzt mal nicht mehr runter. Ich habe so die Vermutung, dass da hinten noch irgendwie vielleicht was Schönes ist. Schachtel Zigaretten. Eine Bierflasche. Ein Skelett und Bierflaschen. Das ist kurz vor dem Knall nochmal gut gehen lassen. Es hört sich gerade an wie ein Huhn in Minecraft, was ein Ei legt, wenn ich das richtig gehört habe. Ich sehe nur kein Huhn. Pümpel. Hier muss doch irgendwas Schönes noch sein. Na, was ist das denn? Ein Brahmin-Schädel. Damit lassen sich schöne Sachen als Dekoration craften. Patronen. Ja, hat sich also schon gelohnt, hier runter zu gehen. Ist das eine Tür? Ja. Die führt aber ins Nichts. So, das ist unsere blaue Kiste. 101 Gegner entdeckt. Wo ist Hund hin?
Ja, ja, schön. Ich sehe. Ah. Oh, komm. Schon ziemlich weit entfernt, dass du den da hinten entdeckt hast. Ach, ich will doch da rein die Quest machen. Psycho. Und etwas gefunden. Warum müssen Sie sich immer wehren? Das waren die 5 Stars. Alle. Alle 5. Ja. Kapiert? Alter. Also, das ist lustig. Irgendwie. Okay. Irgendwie nicht. So, ich hoffe, wir haben jetzt hier endlich mal alle Raider. Ihr hört Diamond City Radio und ich... Das muss ich natürlich aber trotzdem alles hier looten, das ist ja klar, ne? So sieht's aus. Ist da draußen eine Pistol Packin' Mama? Falls ja, dann ist das ihr Lied. Ja, ja, der Travis. Wo ging's? Da. Da liegt ja noch einer. Der ist aber nicht von mir. Ich trage zu viel. Ach ja. Gut, da gebe ich jetzt Hundi aber nichts. Weil wir das jetzt gerade selbst in die blaue Kiste legen. Und endlich die Quest machen. Hoffe ich zumindest. So, schauen wir mal. Waffen. Okay, das da, das Jagdgewehr, Maschinenpistole. So, das und das und das. Bodenhelme. Kurzzeug. So, also machen wir jetzt endlich mal die Quest, ne? Gott sei Dank ist sie schon gelootet.